Mein Name ist Ulrike Zobal und das ist Zeichensetzung. Heute möchte ich Ihnen in einem kleinen Video einen Kapitel vorlesen aus dem Roman von Sadie Smith, White Teeth, auf Deutsch erschienen unter dem Titel Zähne zeigen. In diesem Kapitel geht es um die Familie Iqbal vor allem, die eingeladen wird in die Schule, in der ihre Zwillinge gehen, Majid und Milad. Und es gibt eine Eltern-Lehrer-Konferenz, in der Probleme der Schule, Belange des Unterrichts besprochen werden sollen. Und Mr. Iqbal bemüht sich nun, in dieser Konferenz seine Vorstellungen einzubringen, Beachtung zu finden als Muslim, der einer muslimischen Kultur angehört. Sadie Smith, White Teeth. Die Versuchung des Samad Iqbal. Kinder. Samad hatte Kinder bekommen wie eine Krankheit. Ja, er hatte bereitwillig zwei gezeugt, so bereitwillig, wie das bei einem Mann möglich ist, aber dieses andere hat er nicht mit einkalkuliert. Dieses andere, von dem einem keiner was sagt, nämlich Kinder kennenzulernen. Während er über 40 Jahre lang fröhlich auf der Straße des Lebens unterwegs war, hatte Samad nie bemerkt, dass entlang dieser Straße in den Kinderkrippen jeder Raststätte eine Untergruppe der Gesellschaft lebte, eine greinende, kotzende Untergruppe. Er wusste nichts davon und sie ging ihn auch nichts an. Dann auf einmal, zu Beginn der 80er Jahre, wurde er von Kindern befallen. Den Kindern anderer Leute, den Kindern, die die Freunde seiner Kinder waren und dann deren Freunde, dann von den Kindern in den Kindersendungen im Fernsehen. 1984 waren bereits mindestens 30% seines sozialen und kulturellen Umfeldes unter 9 Jahre alt. Und all das führte unvermeidlich zu der Position, in der er sich jetzt befand. Er war Elternvertreter. Der Prozess, Elternvertreter zu werden, entspricht in seltsamer Symmetrie dem Prozess, Vater zu werden. Es fängt ganz harmlos an, beiläufig. Da kommt man bestens gelaunt zum jährlichen Frühlingsfest, hilft beim Verkauf der Tombola-Lose, weil die hübsche rothaarige Musiklehrerin einen darum gebeten hat, und gewinnt eine Flasche Whisky. Alle Schultombolas sind manipuliert. Und dann, noch bevor man recht weiß, wie einem geschieht, nimmt man an den wöchentlichen Schulpflegschaftssitzungen teil, organisiert Konzerte, erörtert Pläne für einen neuen Musikraum, stiftet Geld für die Renovierung der Trinkbrunnen. Man wird in die Schule hineingezogen, in sie eingebunden. Früher oder später setzt man seine Kinder dann nicht mehr vor der Schule ab. Nein, man folgt ihnen hinein. Nimm die Hand runter. Ich nehme sie nicht runter. Bitte, nimm sie runter. Lass mich los. Samad, warum willst du mich unbedingt quälen? Nimm sie runter. Ich habe eine Meinung. Ich habe das Recht auf eine Meinung und ich habe das Recht, diese Meinung zu äußern. Ja, aber musst du sie denn so oft äußern? So verlief der gezischelte Wortwechsel zwischen Samad und Alsana Iqbal, als sie Anfang Juli 1984 bei dem Mittwochstreffen der Elternvertretung in der letzten Reihe saßen. Alsana versuchte alles, um Samads entschlossenen linken Arm wieder nach unten zu zwingen. »Finger weg, Frau!« Alsana legte ihre beiden zierliche Hände um sein Handgelenk und drückte zu. »Samad, Mia, begreifst du denn nicht, dass ich nur versuche, dich vor dich selbst, vor dir selbst zu schützen?« Während der verstohlene Ringkampf weiterging, bemühte sich die Vorsitzende Katie Miniver, eine schlanke, geschiedene Weiße in engen Jeans, mit ungemein lockigen Haaren und vorstehenden Zähnen, verzweifelt Samads Blick auszuweichen. Insgeheim verfluchte sie Mrs. Hansen, die fette Dame genau hinter ihm, die über den Holzwurm im Schulobstgarten sprach und es ihr unbeabsichtigterweise unmöglich machte, so zu tun,
als hätte sie Samads penetrant erhobene Hand übersehen. Früher oder später würde sie ihn reden lassen müssen. Zwischen wiederholtem Kopfnicken in Mrs. Hansons Richtung schielte sie unauffällig auf das Blatt, auf dem die Sekretärin Mrs. Kilnani links von ihr emsig Protokoll führte. Sie wollte sich vergewissern, dass es nicht ihre Einbildung war, dass sie sich nicht unfair oder undemokratisch verhielt oder noch schlimmer, rassistisch. Aber sie hatte farbenblind gelesen, eine zukunftsweisende Broschüre der Rainbow Coalition, und bei ihrem Selbsttest hatte sie gut abgeschnitten. Rassistisch auf eine Weise, die so tief in ihr verwurzelt und gesellschaftlich bedingt war, dass sie sie schon gar nicht mehr bemerkte. Aber nein, nein, sie war nicht verrückt. Ein wahlloser Auszug machte das Problem deutlich. 13:00 Uhr. Mrs. Janet Trott beantragt den Bau eines zweiten Klettergerüsts auf dem Schulhof, um der großen Anzahl von Kindern Rechnung zu tragen, die das derzeitige Klettergerüst frequentieren, es aber leider wegen gefährlicher Überbelastung zum Sicherheitsrisiko gemacht haben. Mrs. Trotts Ehemann, der Architekt Hanover Trott, wäre bereit, ein solches Gerüst kostenlos zu entwerfen und den Bau zu leiten. 13:01 Uhr. Die Vorsitzende hat keine Einwände, stellt Antrag zur Abstimmung. 13:02 Uhr. Mr. Iqbal möchte wissen, warum das westliche Schulsystem der körperlichen Betätigung Vorrang vor der geistig-seelischen Betätigung einräumt. 13:03 Uhr. Die Vorsitzende fragte, ob diese Frage wirklich zur Sache gehört. 13:04 Uhr. Mr. Iqbal fordert, die Abstimmung zu vertagen, bis er ein Schriftstück vorlegen kann, das die Hauptargumente im Einzelnen aufführt und betont, dass seine Söhne Majid und Milad die notwendige körperliche Ertüchtigung in Form von Kopfständen absolvieren, die ihre Muskeln kräftigen und Blut ins Gehirn bringen, um den somatosensorischen Kortex zu stimulieren. 13:05 Uhr. Mrs. Wolf fragt, ob Mr. Iqbal von ihr erwartet, dass sie ihre Susan zu Kopfständen zwingt. 13:06 Uhr. Mr. Iqbal deutet an, dass regelmäßige Kopfstände angesichts von Susans schulischen Leistungen und ihren Gewichtsproblemen durchaus empfehlenswert wären. »Ja, Mr. Iqbal?« Samad löste energisch Alsanas Finger, die sich in sein Revers verkrallt hatten, stand unnötigerweise auf, blätterte mehrere Seiten durch, die er auf einem Klemmbrett hatte, nahm das Blatt, das er suchte, heraus und hielt es vor sich. »Ja, ja, ich stelle einen Antrag. Ich stelle einen Antrag.« Ein kaum vernehmbares Stöhnen lief durch die Gruppe von Elternvertretern, gefolgt von Füße scharren, Katzen, Beine übereinander schlagen, Taschen durchwühlen und zurechtzupfen von Jackets auf Stuhllehnen. »Noch einen, Mr. Iqbal?« »Oh ja, Mrs. Miniver. Aber Sie haben heute Abend bereits 12 Anträge gestellt. Ich denke, dass möglicherweise noch andere...« »Oh, die Sache ist viel zu wichtig, um aufgeschoben zu werden, Mrs. Miniver. Wenn ich also nur rasch...« »Miss Miniver.« »Bitte?« »Ja, ich meine nur, es heißt Miss Miniver. Schon den ganzen Abend haben Sie, und es heißt, also nicht Mrs., sondern Miss, Miss.« Samad blickte Katie Miniver fragend an, dann auf sein Klemmbrett, als könnte er die Antwort dort finden, dann wieder auf die geplagte Vorsitzende. »Entschuldigen Sie, Sie sind nicht verheiratet?« »Geschieden, genauer gesagt, ja, geschieden. Ich habe den Namen behalten.« »Ich verstehe, Sie haben mein volles Mitgefühl, Miss Miniver. Nun also zu der Angelegenheit, die ich...« »Verzeihen Sie«, sagte Katie und fuhr sich mit den Fingern durch das störrische Haar. »Es heißt auch nicht Miss, tut mir leid. Ich war verheiratet, verstehen Sie, und deshalb...« Alan Corcoran und Janine Lanzerano, zwei Freundinnen aus der Frauengruppe, lächelten Katie aufmunternd zu. Alan schüttelte den Kopf, um zu signalisieren, dass Katie bloß nicht weinen sollte. »Weil du das gut machst, richtig gut.« Janine formte mit den Lippen ein lautloses »Weiter so« und hielt verstohlen beide Daumen hoch.
Mir ist einfach nicht ganz wohl dabei. Ich finde bloß, dass der Ehestand nichts zur Sache tut. Nicht, dass ich Sie in Verlegenheit bringen möchte, Mr. Iqbal. Mir wäre es wirklich lieber, wenn Sie... Es heißt Miss... 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 Ist das so eine Art linguistische Verschmelzung von Mrs. und Miss? Fragte Summit, aufrichtig interessiert und ohne das leichte Beben in der Unterlippe von Katie Miniver zu bemerken. Ein Begriff, um eine Frau zu beschreiben, die entweder ihren Gatten verloren hat oder keine Aussichten hat, einen neuen zu finden? Alsana stöhnte auf und vergrub den Kopf in den Händen. Summit betrachtete sein Klemmbrett, unterstrich irgendwas darauf dreimal und wandte sich erneut den Elternvertretern zu. Das Erntedankfest. Füße scharren, kratzen, Beine übereinanderschlagen, zurechtzupfen von Jackets. Ja, Mr. Iqbal, sagte Katie Miniver, was ist mit dem Erntedankfest? Das möchte ich ja gerade wissen. Was soll dieses ganze Getue um das Erntedankfest? Was soll das sein? Warum gibt es das? Und warum müssen meine Kinder es feiern? Die Schulleiterin Mrs. Owens, eine vornehme Frau mit einem weichen Gesicht, das zur Hälfte hinter einem streng geschnittenen blonden Pony verschwand, bedeutete Katie Miniver, dass sie die Sache übernehmen würde. Mr. Iqbal, in unserem Herbstbericht sind wir recht ausführlich auf das Thema der religiösen Feste eingegangen. Wie Sie bestimmt wissen, berücksichtigt die Schule bereits eine große Vielzahl an religiösen und wichtigen Feiertagen, so unter anderem Weihnachten, Ramadan, das chinesische Neujahrsfest, Diwali, Yom Kippur, Hanukka, den Geburtstag Haile Selassies und den Todestag von Martin Luther King. Das Bemühen, das Begehen des Erntedankfestes gehört zu den anhaltenden Bemühungen der Schule um religiöse Aufgeschlossenheit, Mr. Iqbal. Verstehe. Und gibt es an der Manor School viele Heiden, Mrs. Owens? Heiden? Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz. Ganz einfach. Der christliche Kalender kennt 37 religiöse Feste. 37! Der muslimische Kalender kennt 9. Nur 9. Und die werden durch diese unglaubliche Flut christlicher Feste ausgelöscht. Mein Antrag ist nun ganz einfach. Wenn wir alle heidnischen Festlichkeiten aus dem christlichen Kalender rausnehmen würden, hätten wir etwa, Summit hielt inne und konsultierte sein Klemmbrett, 20 Tage frei, an denen die Kinder, um nur einige Beispiele zu nennen, im Dezember Lailat ul-Qadr feiern könnten, im Januar Eid ul-Fitr und im April Eid ul-Adha. Und das erste Fest, das meiner Meinung nach verschwinden sollte, ist dieses Erntedankspektakel. Leider, sagte Mrs. Owens mit ihrem freundlich, aber bestimmt Lächeln und brachte ihre Pointe an, übersteigt es meine Kompetenzen, ein wenig christliche Feste vom Erdboden verschwinden zu lassen. Ansonsten würde ich nämlich Weihnachten abschaffen und mir den ganzen Stress mit den Geschenken ersparen. Summit achtete nicht auf das allgemeine Gekicher, das daraufhin einsetzte, sondern hakte nach. Aber das ist doch gerade der springende Punkt. Das Erntedankfest ist kein christliches Fest. Wo in der Bibel steht geschrieben, denn fortan sollst du Lebensmittel aus den Schränken deiner Eltern stehlen und sie in die Schule tragen, und du sollst deine Mutter zwingen, einen Laib Brot in Gestalt eines Fisches zu backen. Das sind heidnische Ideale. Und wo steht bitteschön geschrieben, du sollst eine Packung Fischstäbchen nehmen und sie zu einem alten Weibe bringen, das da lebt in Wembley. Mrs. Owens runzelte die Stirn. Sie war keinen Sarkasmus gewohnt, außer aus Lehrermunde, wie beispielsweise, unsere Schule ist doch kein Schweinestall, oder benehmt ihr euch zu Hause auch so? Aber Mr. Iqbal, gerade der wohltätige Aspekt des Erntedankfestes macht es doch so erhaltenswert, oder etwa nicht? Es erscheint mir durchaus löblich, älteren Menschen etwas zu essen zu bringen, ob die Heilige Schrift nun dazu auffordert oder nicht. Schließlich steht auch nirgendwo in der Bibel, dass wir Weihnachten Truthahn essen sollten,
aber nur wenige Menschen würde diese Sitte aus diesem Grund ablehnen. Ehrlich gesagt, Mr. Iqbal, für uns geht es bei diesen Dingen eher um Gemeinschaft als um Religion im engeren Sinne. Eines Menschen Gott ist seine Gemeinschaft, sagte Samad mit erhobener Stimme. Ja, nun denn, sollen wir über den Antrag abstimmen? Mrs. Owens blickte sich nervös im Raum nach Handmeldungen um. Wer stimmt dafür? Samad drückte Alsanas Hand. Sie trat ihn gegen den Knöchel. Er stampfte auf ihre Zehen. Sie kniff ihn in die Seite. Er bog ihren kleinen Finger nach hinten und sie hob mürrisch den rechten Arm, während sie ihm den linken Ellbogen geschickt in den Schritt rammte. »Danke, Mrs. Iqbal«, sagte Mrs. Owens, und Janice und Ellen sahen mit dem mitleidigen, bekümmerten Lächeln zu Alsana hinüber, dass sie sich für unterjochte muslimische Frauen vorbehielten. Alle, die für den Antrag sind, das Erntedankfest aus der Liste der Schulfeste zu streichen, aufgrund seiner heidnischen Wurzeln, aufgrund seiner heidnischen Konnotationen, bitte die Hand heben. Mrs. Owens ließ den Blick durch den Raum schweifen. Eine Hand, die der hübschen, rothaarigen Musiklehrerin Poppy Bird Jones, schnellte hoch, sodass sie die zahlreichen Armreife klimpernd über das Handgelenk rutschten. Dann hoben die Chauvins, Marcus und Joyce, ein alterndes Hippie-Pärchen, beide in pseudo-indischer Aufmachung, trotzig die Hände. Dann sah Samad eindringlich zu Clara und Archie hinüber, die schüchtern auf der anderen Seite des Saales saßen, und zwei weitere Hände hoben sich langsam über die Menge. Wer ist dagegen? Die verbleibenden 36 Hände schossen in die Luft. Antrag abgelehnt. Ich bin sicher, der Sonnenbund der Hexen und Kobolde an der Männerschool ist über diese Entscheidung entzückt, sagte Samad und nahm wieder Platz.